Hey, was geht, Freunde? Wir sind auf der FIBO 2023. Es ist Samstag und der Laden ist auf jeden Fall richtig krass voll. Ich habe heute auf jeden Fall Bock, ein paar Leute zu interviewen, geile Fragen zu stellen, weil mir ist aufgefallen in der letzten Zeit, dass einige Schwierigkeiten haben, im Gym ihren Crush anzusprechen, egal ob es männlich oder weiblich ist. Und wir werden heute mal ein paar Leute fragen, was sie davon halten, ob sie vielleicht einen geilen Tipp für uns haben und ob wir vielleicht auch einfach mal den einen oder anderen super Tipp kriegen für den einen oder anderen, damit er weiß, hey, wie kann ich meinen Crush in der Zukunft ansprechen, um nicht irgendwie nervöse Knie zu kriegen, abgesehen von den Squats. Deswegen genießt das Video, viel Spaß und enjoyt die FIBO. Eine Frage, die, glaube ich, für sehr viele Männer wichtig ist, die vielleicht noch gar nicht so genau wissen, wie sie ihren Crush im Gym ansprechen sollen. Vielleicht habt ihr ja für den einen oder anderen da draußen einen Tipp, wo ihr sagt, hey, das ist der beste Weg, wie man seinen Crush, ob männlich oder weiblich, im Gym ansprechen kann. Ladies first? Ladies first, ja. Vielleicht kannst du dich auch einmal kurz vorstellen für die Zuschauer. Ich bin Emily. Und ja, der beste Tipp ist eigentlich darauf achten, wie die Frau reagiert. Ganz wichtig. Ja. Und nichts überstürzen. Also ich würde schon auf Blicke und sowas achten. Und nicht einfach drauf los. Das ist immer eine schlechte Idee. Okay, und was denkst du, was ist der beste Weg, um das erste Mal in Kontakt zu kommen? Irgendwie ansprechen oder? Mal anlächeln, gucken, ob was zurückkommt. Und ja, wenn ja, dann kann man mal nett nachfragen. Okay, sehr gut. Aber ganz vielen Männern fehlt es halt aktuell einfach, ja, den Mut, die Frauen anzusprechen. Und es ist, denke ich, auch mal im Gym immer relativ schwer, den richtigen Level zu finden, wie spreche ich sie an. Am besten einfach fragen, ob man spotten möchte. Das ist das Beste. Okay. Also ich brauche immer Hilfe. Ich bin hier heute zu Gast, ich fühle mich geehrt. Ich bin der Toni Milano. Ich bin jetzt seit 10 Jahren mittlerweile am Eisen und ich sag mal so, mein Tipp an euch ist, guck mal, wie ich jetzt bin. Ich bin der dünnste von allen immer gewesen. Sag ich mal, alle haben mich immer Hering, dies, das genannt, kennst du ja so. Ja, safe. Und ich habe einfach mein Ding durchgezogen. So für mich selber, das ist das typische, Gas, ja, einfach Gas geben, so haters gonna hate, wise man say, haters gonna hate. Ja. Ich sag euch ganz ehrlich, man kann so aussehen, wird trotzdem noch gehatet. Man kann dünn sein, wird gehatet. Egal was du machst, du kannst es den Leuten nie recht machen. Safe. Mach einfach das, was du für dich machen willst. Und für dich, ist egal, was die Leute denken in dem Moment über dich. Du weißt ja, wo du hin willst, wo dein Ziel ist und einfach immer weitermachen. Yes. Und hard work pays off, so, das ist immer so. Also am Ende zahlt sich das, bei Bodybuilding zahlt sich das immer aus. Auf jeden Fall. Und sehr, sehr geile Worte. Ja, sehr, sehr Bruder, ich weiß auch nicht, was ich jetzt sagen soll. Ich bin sehr aufgeregt, weil ich hier... Nein, alles cool. Du hast vollkommen recht. Ich finde auch, man sollte immer sein eigenes Ziel verfolgen, weil wenn du es versuchst, anderen Leuten recht zu machen, du schaffst es, guck mal, auf der FIBO, keine Ahnung, 100.000 Leute, ja, du schaffst es, der eine sagt, du bist hässlich, der andere sagt, du siehst voll geil aus. Genau. Wenn du für dich das irgendwie ganz so verfolgst, dann weißt du auch, wofür du es machst und machst es kein Recht. Was würdest du sagen? Erstmal auch vielleicht kurz vorstellen. Hi, ich bin erstmal Ricardo. Also anschreiben, also ansprechen erst gar nicht, da zu viel zu schüchtern dafür. Am besten einfach Instagram gucken, Stories liken, das ist in Ordnung. Okay. Also einmal sympathische Lächeln und am besten stalken. Ja, die beiden Sachen haben wir. Am einfachsten, ja. Okay, auf jeden Fall sehr geile Tipps. Ich danke euch für eure Zeit. Bitte. Und wünsche euch alles Gute auf der FIBO. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Okay, ich denke, ein Kompliment ist immer gut. Okay. Und dann kannst du ja mal gucken, wie die Frau drauf reagiert. Ob sie dann Bock auf dich hat oder nicht. Aber ich glaube, wenn du sagst, hey, du siehst richtig gut aus, einfach so ehrlich sein und ja, dann schaust du einfach mal. Wenn sie dich ignoriert, dann hast du keine Chance. Aber wenn sie auf dich zukommt, sagt, hey, danke, und dann kannst du ja schon ein Gespräch anfangen. Okay, also sagst du einfach einen guten Einstieg machen mit einem schönen Kompliment und dann einfach schauen, wie der Vibe passt. Ja. Okay, also wir sind hier mit den zwei netten Damen. Die können leider kein Deutsch, aber zum Glück habe ich Englisch LK gemacht. So, I want to know, what would you say is the best way to speak a girl in the gym? For example, when I see you in the gym, what is the best way to speak to you in the gym when I want to say, hey, I look at you, I like you, I want to go in the talk with you? Just hi, what are you doing for, what do you train today? What do you train today? And then you can have the talk, or how you say, the conversation. Yes. Okay. Yes. Was würdest du ihm als Tipp geben, wie er am besten auf sie zugeht, um einfach in den ersten Close zu kommen, in den ersten Kontakt zu kommen? Ja, Bruder, ich habe vor allem meinen Kollegen, ich bin genauso, ich habe auch immer noch Hemmung, teilweise. Aber ich habe einen Kollegen zum Beispiel, der ist hier gerade auch, der sieht aus wie der größte Obdachlose gerade, aber der geht einfach hin. Der, das ist dieses Gefühl einfach zu machen, sehe das für dich als Chance, als Herausforderung, wo du dran wachsen kannst. Es kommt gar nicht drauf an, was du sagst so, sondern dass du es einfach machst, weil 99% der Leute machen es nicht. Und wenn du es machst, bist du derjenige, der es macht. Und
ist oft gar nicht wichtig, was du sagst, sondern wie du es sagst, dass du einfach echt bist, authentisch, und das kommt gut an. Bei mir, ich freue mich auch, wenn Leute mir mal ein Kompliment geben. So. Das kommt auch kaum vor. Ich freue mich wahnsinnig, weil es ist oft so... Die haben vielleicht Angst, weil du so gut aussiehst. Die man wird oft in eine Schublade gesteckt, sobald man ein bisschen... Ja, das ist das Problem. Ich habe auch gemerkt, umso krasser, bei mir ist das so, umso krasser ich wurde, umso weniger Girls habe ich gekriegt. Ja. Also ich werde, wenn ich feiern gehe, immer ausgeschlossen. Ja. Ich komme gar nicht ins Gespräch mit den Frauen. Vorurteile sind direkt da. Egal wie du aussiehst, du kannst es nie recht machen. So, da hast du recht. Das ist so. Ich fühle es. Es ist wirklich so. Wenn ich teilweise raven gehe, dann sind da andere Typen bei den Frauen rum, die freuen und die sagen, oh, das ist doch voll der Spinner und so. Yeah. Ziehen die von den Frauen weg. Und die Frauen, habe ich oft gemerkt, die haben Angst auch. Also die denken vom Äußeren oft so, der fühlt sich geil oder der ist doch eh nur so einer. Aber ich würde mir einfach wünschen, wenn Leute mal auf mich zukommen. So wie du jetzt, dass du mich angesprochen hast, tut mir mental gut. Weil jeder freut sich doch, was am Ende draus wird. Auch wenn du denkst, du hast Angst vor der Frau. Jede Frau freut sich doch, wenn du nett und höflich das sagst. Nicht provokant oder anzüglich, sondern einfach real. Real sein. Einfach echt sein. Real sein. Okay, sehr nice. Wurdest du auch schon mal in einem Gym angesprochen? Ja. Und wie hast du darauf reagiert? Ja, wenn der Typ mir gefallen hat, dann hat man natürlich irgendwie so ein bisschen Smalltalk geführt, vielleicht die Nummern ausgetauscht. Ja. Vielleicht. Ja, vielleicht, wenn der Typ mir gefallen hat. Ist er hier auch dabei, oder? Nein, okay. And what would you say? What is the best way to speak with a girl in the gym? I would rather that you give a call with your number. Oh, really? not to talk in the gym. If I go to the gym, I want to gym. I don't want to interrupt by a guy. So you are in the focus, you want to talk? Okay. But when they give the number, I'm too shy for send them. It's a little bit cringe, yeah? It's, if I come, I give you a number and it goes away. For me, it's too fast. Some girls like that more. So you're kind of girl like that? I'm not texting fast, but if I think you're very cute, I will think about it. you let him wait for 2 days and then maybe you're right. Okay. So now you need to give her number. No, I'm happy. Okay, thank you. So where are you from? Belgium. And you guys? Belgium. Yes. Where, Antwerp or? Close to Antwerp. Close to Antwerp. I was there for a lot of time in the last few months. And you like it? Of course. It's the city of diamonds. Of course I like it. Okay. So nice to meet you. Thanks for your time. Was würdest du jetzt als stabiler Typ, du siehst gut aus, denke mal, du hast ein bisschen Selbstbewusstsein, was würdest du vielleicht einem Typen, der jetzt noch nicht so mit sich selbst cool ist oder der noch nicht so das Selbstvertrauen hat, als Tipp das erste Mal geben, wie er auf sie zugehen kann? Also ich würde sagen, dass er auf jeden Fall mit dem Mindset da rangehen sollte, dass es klappt, also sollte überzeugt sein, dass sich die Frau darauf einlässt und dann geht halt auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein auf die Sache zu. Ne? Wenn er jetzt von vornherein denkt, sie sagt nein und lehnt ihn ab, dann wird er ja wahrscheinlich auch schon so, ohne Selbstbewusstsein schlapp und nicht erhobenen Hauptes dahin gehen. Und dann wird es halt auch nicht klappen. Ne? Das ist wie bei allem im Leben so. Man muss fest daran glauben und dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es klappt. Ja, sehr, sehr geile Einstellung finde ich auch. Also Mindset ist auf jeden Fall King. Also du sagst auf jeden Fall, bevor du sie ansprichst, schon mit der Einstellung hingehen, das wird auf jeden Fall was. Ja, genau. Okay. Würdest du das unterschreiben? Würdest du sagen, das ist ein guter Tipp? Oder was würdest du den Girls oder den Jungs da draußen für einen Tipp geben, wie man das erste Mal irgendwie auf eine Person zugeht? Ja, also ich denke schon, was man im Inneren hat, das strahlt man auch aus. Und wenn das ein positives Mindset ist, dann ist es auf jeden Fall von Vorteil. Man sollte aber auch versuchen, erstmal auf eine freundschaftliche Basis irgendwie das Ganze so beginnen zu lassen und auch wirklich ernsthaftes Interesse indirekt vermitteln oder signalisieren und positive Einstellung auf jeden Fall. Vielleicht so ein kleiner Tipp, das Mädel führt eine Übung falsch aus, dass man so versucht, ihr das beizubringen oder sie zu korrigieren. Man sieht ja, ob sie gerade ansprechbar ist oder nicht. Ja? Und über halt so Kleinigkeiten. Ne? Ein bisschen beobachten, wie sie so ist. Und dann Frauen haben genau das Problem, dass die werden gar nicht angesprochen, weil die meisten Typen Angst haben. Und da habe ich oft gehört, die freuen sich, wenn die angesprochen haben. Und das so Jungs, ihr habt es gehört. Also, wenn ihr ein hübsches Girl habt im Gym, wo euch nicht traut, geht einfach zu ihr, spricht sie an, weil sie wurde selbst noch nicht angesprochen, weil es sich noch keiner traut. Auch. Ihr habt jetzt gehört, wie es geht. Und lasst auf jeden Fall ein Follow da. Danke, ich werde auf jeden Fall irgendwie dein Channel irgendwie taggen oder so, dass man folgt. Ich wünsche dir alles Gute. Yes, ihr Lieben, das war FIBO 2023. So, so geile Eindrücke und so geile Menschen kennengelernt und auch vor allem getroffen. Jetzt wisst ihr, wie ihr auf euren Gym-Crush zugehen könnt oder vielleicht auch nicht mehr machen solltet. Und wenn ihr auf euren Gym-Crush zugegangen seid und es geschafft habt, lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Ich wünsche euch das Beste und wir sehen uns dann nächstes Jahr, wenn es heißt FIBO 2024.